Ah, ich weiß nicht. Bekommen auf jeden Fall das von der dicke Bombe. Und bei die anderen beiden Tempel bekommen wir dasselbe, nur eine andere Farbe. Das wäre einmal der Feuertempel rot und der Wassertempel blau. Okay, so heißt das. Man kann natürlich dann, sobald wir die drei Dinge haben, können wir, dann werden wir auf jeden Fall zu Trose Link. Und dann können wir die Trose-Tempel machen. Da wäre ich glaube ich diesmal so 9, 8 Tempel oder so. Ist da kein Ding, ist auch nicht die Welt. Ist auch nicht allzu schwer. Ich könnte mir da gerne mal in die Kommentare mal ab und zu ein paar Tipps geben. Wenn ihr es weiß, ich muss ja bald in den Tempel hin, könnt ihr mir gerne ein paar Tipps geben, wie man den Tempel leichter erledigen kann oder was man im Tempel genau machen muss. Dass ich dann mich darauf vorbereiten kann, was man in den nächsten Tempel dann so machen muss. Zum Beispiel in den nächsten Feuertempel, der jetzt bald kommen tut. Dann können wir gerne mal sagen, was man dann da so machen muss. Okay, jetzt begeben wir auf zu Zelda. Okay. Jetzt begeben wir auf jeden Fall auf zu Zelda. Da vorne kommen wir aus dem Wald raus. Okay, da lang. Okay, Tür wird aus auf. Müssen nicht mehr mit dem Typ reden. Und sie erhalten mir die Ocarina. Und später bekommen wir von der Ocarina noch ein besseres Modell. Okay, jetzt sehen wir die Ebene von Hyrule. So, wir werden aber jetzt erstmal die Ocarina testen. Dabei Speiser. So, kannst mal holen. Okay, jetzt werden wir auf jeden Fall gleich mal ein Lied spielen. Mal sehen, wie es dann genau geht. Ja, die Eule. Ich hab die Eule ja so lieb. Thank you.
Geh mir aus dem Weg. Alter, die Eule nervt sowas von. Und das ist nicht das erste Mal, wann die kommt. Ja, hopp. Bah, verschwinde. Weg, weg. Mann, da war Laber genug. Müsse vor die Sonne untergeht, da vorne kommen sein. Ist auf jeden Fall besser so. So, dann laufen wir ganz normal rüber. Okay, direkter Weg. Das ist nicht gut, das ist mies, mies. Ich muss da reingehen, bevor die Sonne untergeht. Ansonsten kommen wir gleich Monster und müssen schon wieder 8 Minuten warten, bis das Ding aufgeht. Oh, so dammit, ey. Mit etwas Glück kann man das sogar packen. Bevor die Sonne untergeht. Oh, dammit. Eine Sekunde davor. Ich kann mir fast gar nicht packen. Dann laufen wir erstmal ein wenig rum, bis das Ding wieder aufgeht. Supercell Zelda Spiel ist heute auf jeden Fall noch. Okay, vorne wird der Berg. Und die Wolken, die spielen, sieht ja saugeil aus mit der neuen HD-Texturpack. Mann, die kommen ja überall. Wir müssen beide können ja genug Rubinen sammeln. Wir können uns dann ein Zelt kaufen. So, und auf der Friedhof bekommen wir jetzt glaube ich das Zelt sogar umsonst. Aber das kann man sich auch kaufen, wenn wir mit den zweite Tempel da fertig sind, können wir uns auf jeden Fall das Zelt kaufen. Das sollte man auf jeden Fall, wenn man das kaufen will, als Kleinlink machen, weil das große Link ist das nicht mehr verfügbar. Deswegen soll man das auf jeden Fall machen. Ansonsten bekommen wir das danach nur noch auf dem Friedhof. Oder wenn man da ihn hinstellt, da bekommen wir auch ordentlich Geld. Aber erst wenn das Ding nach oben geht. Okay, wäre mir den Marktplatz. Okay, müssen wir sie mal reden. Wir bekommen danach von sie halt ein Huhn, damit der alte Typ davon aufwecken können. Gut, das wäre getan. Mir habe ich mit sie mal geredet. Und die Eule ist nervig. Genau deswegen, weil die steht überall in jeder Ecke.
jede Ecke des Spiels. Ihr müsst ja vielleicht warten, bis es Nacht ist und dann kurz die Ebene hier neu lade. Das CMX, da gibt ihr uns das Huhn. Aber natürlich gibt ihr uns ein Ei und dann, wenn morgen wird, kommt daraus ein Huhn. Also ein Hahn. Nein, falls haben wir Klick. Nein. Es wäre gut, wenn man den Fall auswählen könnte. Nein, nie wiederkommen oder so. Das wäre auf jeden Fall viel besser gewesen. Oder dass er eben unter die Option halt eben einstellen kann, ob man das will oder nicht. Mit Navi dasselbe. Eine gute Lage gibt's hier. Oh, das ist mir. So, da hätten wir wieder eine. Insgesamt hätte mir schon 4 Scootulas. Und ich werde übrigens die Dinge angezeigt. Dann kann man sehen, wir können noch 2 Tempel machen. Und danach müssen wir die andere Tempel machen. Dann bekommen wir hier immer so ein schönes Amulett. Und daneben können wir eben die Lieder sehen. Wenn wir eben das alles gemacht haben, können wir Gandalf besiegen. Aber wie noch gesagt, ihr müsst nur warten, bis es Tag wird. Da können wir auch Super Helm anschleißen. Sobald wir das dann gemacht haben, haben wir schon insgesamt 5 Parts gemacht. Also, da ist der Schleiß den 5. Part anfangen. Dann könnt ihr auf jeden Fall auf einiges freuen, auf morgen halt, auf den 18. Bei mir jetzt der 17. Bei euch natürlich den 18. Bis die wieder fest gerendert sind und bis natürlich alle hochgeladen sind. Das braucht seine Zeit. Vor 0 Uhr werden die Videos auf keinen Fall hochgeladen sein. Deswegen wird das 5. Video auf jeden Fall ab der 18. auf jeden Fall erst kommen. Für euch ist das kein Problem, weil für euch ist das heute. Okay, wir dunkel. Und es kann natürlich sein, dass das Spiel ein ganz klein wenig ruckelt tut. Liegt aber nur das HD-Texturpack. Das kommt ja halt eben nur dann, wenn halt eben, wenn man neue Ideale halt betreten tut. Dann kann sein, dass er ein wenig ruckelt tut und halt eben bei jeder Ebene, aber nur ganz kurz, ist er noch eine minimale Sekunde, vielleicht 1-2 Sekunden oder so. Gut, das können wir aushalten, ist ja nicht allzu schlimm. Und den nächsten Part, also Part 6 oder so, können wir da auf jeden Fall Hühner einfangen da vorne in Kakariko und dann können wir eine Flasche bekommen. Wäre auf jeden Fall mal wichtig. Und wenn das Mädchen stehen soll, muss man natürlich die Ebene neu laden. Dafür einfach raus und wieder reinrennen. Und dann müsst ihr eigentlich stehen. Oh yeah, da steht ihr. Schloss Heilrulde mir jetzt. Müsste ich Vater aufwecken, die da irgendwo da vorne schlafen tut. Okay, hätte mir das Ei. So.